Leute, guten Morgen Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es ein extrem besonderes Video, das schon viel zu lange auf sich warten lässt, weil es mir so sehr am Herzen liegt. Deswegen habe ich es irgendwie so ein bisschen von mir hergeschoben, weil ich halt echt möchte, dass alles drin ist. Und ich habe versucht, alles reinzupacken, was mir einfällt. Falls ihr nach Sligo in Irland reisen möchtet, was ihr dort unbedingt sehen solltet, wo ihr richtig schöne Spots findet, gutes Essen findet, Pubs, Musik und noch vieles mehr. Und für alle Pferdefreunde, Reitfreunde, für euch habe ich noch ein besonderes Special mit drin als Tipp. Also unbedingt dranbleiben bis zum Schluss. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt gleich mal damit, dass ich euch sage, warum ich euch jetzt die Tipps überhaupt gebe. Ich habe jetzt 1,5 Jahre in Irland an der Westküste in Sligo gewohnt und ich habe dort wirklich sehr, sehr viel Zeit verbracht, weil ich auch nicht weg konnte wegen, naja, ihr wisst schon, was los war in der Welt. Ja, dementsprechend habe ich sehr, sehr, sehr viel in dieser Region erkundet und einiges gesammelt, was ich euch heute gern weitergeben möchte. Wahrscheinlich alles, was ich aussprechen werde, ist wahrscheinlich halbwegs falsch ausgesprochen, vielleicht auch ein bisschen richtig. Falls ihr weitere Tipps habt, was man dort und in der Umgebung machen könnt, teilt das bitte in den Kommentaren. Ich würde euch das voll gerne einfach so jetzt aufteilen in Bergwanderung, Meereswanderung und Waldwanderung. Aber viel lieber erzähle ich euch das Ganze, damit ihr das super planen könnt und wisst, okay, welcher Berg ist vielleicht in der Nähe von diesem Pub und was wisst ihr, damit ihr auch gleich solche Tagestouren planen könnt. Weil wir fangen jetzt einfach mal an, am besten mit der Region, wo ich gewohnt habe. Und zwar bin ich gelandet, als ich gelandet bin, in einem kleinen Örtchen namens Killarney. Und zwar ist es in der Nähe von den Ox Mountains, das ist so ein Gebirgsberglinie und ich habe quasi auf diesen Ox Mountains gewohnt und es ist einfach wunderschön dort und das ist zum Beispiel auch gleich mal so ein kleiner Geheimtipp von mir, weil diese Ecke findet man echt selten irgendwo online als Tipp und so. Es ist auch extrem ruhig dort und also da findet man wirklich sehr wenig Touristen. Also es ist auch, da gibt es halt auch nicht wirklich viel für Touristen. Aber falls ihr wirklich was sucht, was vielleicht nicht überlaufen ist und wo es schön ruhig ist, dann jetzt gleich mal aufgepasst. Also als erstes generell die Ox Mountains, wenn ihr da durchwandert, da gibt es nicht viele Menschen, da ist nicht viel. Aber es ist einfach wunderschön. Falls ihr aber ein bisschen was dort machen möchtet, es gibt mehrere Sachen, abgesehen von Wandern. Also es gibt einen Platz, das heißt Ladies Bray Picnic Area. Das ist an so einem kleinen Fluss, da bin ich zum Beispiel immer schwimmen gegangen. Und da ist so ein kleiner Picknickplatz und von dort aus kann man extrem schön, extrem lange laufen. Leute, ich sag's euch. Oder wenn ihr euch da ein Fahrrad mitnehmen wollt, auch super zum Fahren. Und falls ihr ein bisschen Action haben möchtet mit dem Fahrrad, es gibt dort einen Mountainbike Trail. Alter! Also ich habe das einmal ausprobiert, es ist wirklich krass, nehmt euch dort einen Helm mit und Schützer, weil das ist wirklich Action Mountainbike, also es ist geil. Was es dort noch gibt, falls ihr ein bisschen weiter dann noch südlicher fahren möchtet, das ist ungefähr nochmal so 15, 20 Minuten von da, ist der erste Berg, auf dem man direkt drauf wandern kann, also von unten nach oben, und zwar ist es Knocknashee. Und das ist der Berg der Feen, wird er auch genannt. Der ist auch nicht so bekannt. Also jedes Mal, wenn ich da war, war eigentlich nie jemand da. Es war richtig krass. Und ja, es ist einfach ein Berg, den man hochwandert und oben ist der flach. Also man kann auf dem Berg, ist es wie eine große lange Wiese und da kann man stehen und kann halt von einer Ecke zur anderen gucken. Und es ist nicht der höchste Berg, es ist nicht der spektakulärste Berg, aber es ist echt schön. Also wenn man so ein paar extra Minütchen hat, lohnt sich schon, den mitzunehmen. Dann begeben wir uns jetzt einfach mal in eine nächste Area von Sligo und zwar nennt sich die Strandhill. Strandhill ist relativ bekannt, da findet man auch den ein oder anderen Touristen. Nichtsdestotrotz, lasst euch davon nicht abschrecken, es lohnt sich wirklich.
Es ist mega schön, dort spazieren zu gehen. Ihr könnt dort Surfstunden nehmen. Also falls ihr mal Surfen ausprobieren wollt, perfekter Spot. Also es ist am Meer. Man kann dort allerdings nicht schwimmen gehen. Ihr könnt surfen, aber nicht schwimmen gehen. Falls ihr möchtet, ein Seaweed Bath nehmen. Also das heißt, man liegt quasi in einer Badewanne, wird dort mit Seegras bedeckt und dann kommen aus diesem Seegras kommen Öle raus, die Haut mega weich machen. Und aus der Badewanne, wenn man das kalte Wasser aufdreht, kommt direkt das kalte Wasser aus dem Meer in die Badewanne und man hat dort so eine Dampfsauna, wo man einatmet und es ist einfach so wie so ein kleines Spa-Erlebnis, aber halt auch echt mega schön. Und dann gibt es dort auch, falls ihr länger dort bleibt, also falls ihr einen Tag dort verbringen wollt, zum Beispiel sonntags ist dort immer der People's Market. Da bekommt man halt so einheimisches Essen, also so ein Markt, wo man Essen und Sachen, so handgemachte Sachen kaufen kann. Der ist immer so um die Mittagszeit, falls ihr abends dort seid. Es gibt mega coole Pubs dort auch und richtig leckere Restaurants. Also ihr müsst nicht unbedingt Richtung Sligo reinfahren. Dort in der Ecke bekommt ihr auch echt gut was zu sehen. Und zwar der Pub, glaube ich, der gerade wo am meisten los ist, heißt Breeze. Ich habe aber auch so eine Webseite, wo man in Sligo immer sieht, an welchem Tag, in welchem Pub, wann, wo die Musik startet. Ich verlinke euch die unten, die ist Gold wert. Außerdem gibt es in Strandhill noch eine Ice Cream Bar, die anscheinend, soweit ich richtig informiert bin, einen Preis gewonnen hat für weltweit das beste Eis in irgendeinem Jahr. Fragt mich nicht in welchem, auf jeden Fall hin oder her, ob es stimmt oder nicht, das Eis ist extrem lecker. Und falls ihr mittags zu dem People's Market gehen wollt und nicht wisst, was ihr dazwischen machen sollt, außer der Surfstunde, ist dort auch noch ein Berg, auf den ihr raufwandern könnt. Und zwar nennt sich der Knocknarea. Das ist eine richtig schöne Wanderung, die ist auch schon so ein bisschen anstrengender. Also gute Schuhe mitnehmen, nehmt euch vielleicht was zum Trinken mit für oben und den Müll natürlich wieder mitnehmen. Was auch super schön wird, ist, was ich auch schon oft gemacht habe, ist zum Meditieren. Oder den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang angucken, weil die Sonne geht genau übers Meer, also von Strandhill unter. Also ihr könnt den Sonnenuntergang auch in Strandhill angucken oder eben auf dem Berg und von dort aus den Sonnenuntergang gucken. Und wenn ihr den dann geguckt habt, könnt ihr eigentlich schon in den Pub runterwandern, was essen und Musik lauschen. Also das ist echt richtig, richtig cool. Falls ihr immer noch Zeit zu überbrücken habt von Strandhill, dort gibt es noch was ganz Cooles, richtig Spezielles, was man nicht oft erlebt. Und zwar gibt es eine Insel, wo man rüberfahren kann über den Meeresboden, wenn Ebbe ist. Also quasi, wenn das Meereswasser rausgeht, ist das Meer so weit weg, dass man über den Sand mit dem Auto fahren kann auf eine Insel, die echt wunderschön ist. Die nennt sich Coney Island. Und man muss halt wieder zurückfahren, bevor das Wasser wieder zurückkommt. Und entweder man guckt halt online, guckt generell, auch wenn ihr zum Strand geht und so. Es gibt eine tolle Seite, die heißt Magic Seaweed. Und .ie, glaube ich, bin mir aber nicht sicher, oder .com. Und dort kann man gucken oder auch da sind so Timetables, also so Listen ausgehängt. Das lohnt sich auch noch richtig damit und das ist nicht weit weg. Wenn wir schon bei Strand und sowas sind, mache ich einfach gleich weiter. Und jetzt habe ich wieder so einen Tipp für euch, der nicht ganz so touristisch ist, so ein bisschen mehr einheimisch. Und zwar ist es ein kleiner Strand, der ist auch ein bisschen südlicher in Sligo. Und zwar nennt sich der Dunmoran Strand. Ich spreche das falsch aus. Auf jeden Fall, das war immer mein Lieblingsstrand. Ich habe den geliebt, weil einfach nicht viel los war. Es war, wenn dort jemand war, es waren halt immer die Iren dort. Wenn man ein bisschen gelaufen ist, hatte man immer einen ruhigen Fleck. Und was auch wieder richtig cool ist, dort gibt es einen kleinen Pub direkt am Strand, der aussieht wie ein Cottage. Jetzt bleiben wir noch mal so ein bisschen südlich in Sligo und zwar möchte ich euch so ein paar Wanderungen ans Herz legen, die richtig, richtig schön waren, die ich so geliebt habe. Und zwar Carrow Keel nennt sich das. Das ist so ein Berg und dort oben sind so Grabsteine. Ich habe dort auch mal so ein Vlog gemacht, also Grabsteine, das sind so Steinhaufen quasi und das sind wie so Denkmäler. Und auf diesem Berg, also generell ist es einfach wunderschön, aber es herrscht halt auch voll die schöne Atmosphäre. Dann, falls ihr einen coolen Fotospot haben möchtet, dann geht zu den Quiche
Caves oder Caves of Quiche heißen die, glaube ich. Genau, und dort ist es nicht besonders anstrengend. Man läuft auf diesen Berg hoch und in diesem Berg sind dann so kleine Höhlen und dort könnt ihr eure Kamera reinstellen und einfach raus fotografieren und ihr bekommt ein echt geiles Foto. Wo wir gerade jetzt schon mal Fotospot angeschnitten haben, machen wir da gleich mal weiter und wir wandern jetzt in den Norden, bevor wir in das Zentrum von Sligo kommen. Und zwar habe ich da wieder einen Fotospot für euch und eventuell habt ihr den schon sehr, sehr oft auf Instagram gesehen. Und zwar ist es der Glenfinnas Hostel. Ich habe tatsächlich 2 Minuten oder so von dort gewohnt. Auf jeden Fall vorbeischauen. Etwas, was man auf jeden Fall im Norden von Sligo nicht übersehen kann und was so ziemlich das Wahrzeichen auch schon davon eigentlich ist, ist der Ben Bulben. Er ist groß und sieht, also seine Form ist halt sehr beeindruckend. Und das ist gleich mal ein Hike-Tipp. Allerdings muss ich sagen, nicht der beste Hike-Tipp, weil er relativ schwierig ist. Ich hatte Glück, eine Freundin hat mir den Weg auf dem Berg gezeigt. Das ist wirklich ungefähr ein 5 Stunden beide Wege Wanderung. Es lohnt sich, aber der Weg ist wirklich sehr schwer zu finden und nehmt euch sehr, sehr gute Wanderschuhe mit. Falls ihr aber nicht die ganze Bergaufwanderung machen wollt und lieber etwas Gemütlicheres mit schönem Ausblick haben wollt, dann macht den Ben Bulben Forest Walk. Der ist einfach unterm Ben Bulben in einer mega schönen Waldwegregion und das ist echt ein mega schöner Spaziergang. Und da ist auch ein schönes Café in der Nähe, das heißt das Cottage Lane Café. Guckt dort aber auf die Öffnungszeiten. Das hat nicht immer offen, eher so um die Mittagszeit, aber sehr, sehr gut. Außerdem gibt es im Norden noch 2 Wasserfälle, die eigentlich schon ins nächste County übergehen, aber wir nehmen sie schon mal mit rein. Und zwar ist es der Devil's Chimney und der Glencar Waterfall. Falls ihr beide sehen wollt, die sind direkt nebeneinander. Also plant die auf jeden Fall miteinander ein. Der Norden ist natürlich auch ein Strandparadies. Und zwar finden wir zum einen Lissadell. Dort gibt es auch das Lissadell House. Dann gibt es den Streeter Beach. Ich sag euch, ich kann das alles nicht aussprechen. Da habe ich auch gewohnt, direkt am Strand quasi. Der ist mega schön. Ich glaube, der hat sogar einen Preis gewonnen unter die 30 schönsten Strände der Welt oder so. Leute, da ist auch ein Eiswagen und so. Dann gibt es noch, der ist ein bisschen näher am Zentrum, nennt sich Roses Point. Das ist auch so schwierig, das mit dem Deutsch zu mischen. Und dort ist auch ganz cool, achtet dort wieder auf die Flut und Ebbe. Wenn Flut ist, das heißt, wenn das Wasser hoch ist, gibt es dort quasi wie so ein Pool gebaut und dort kann man ins Wasser reingehen. Man kann aber auch über den Sand reingehen, also da gibt es so ein paar mehr Möglichkeiten. Dort kann man auch echt schön spazieren gehen und da gibt es auch wieder viele schöne Pubs und Cafés in der Nähe, also da kann man auch so ein Ganztagesding wieder draus machen oder das einfach mit dem Zentrum verbinden. Aber um jetzt wieder noch mal so ein bisschen weiter nördlicher zu kommen, um das nicht zu verpassen, wir haben nämlich noch ein paar schöne Sachen und zwar Mullagh Moor. Eine extrem schöne Wanderung. Und jetzt komme ich noch zu meinem Pferdegeheimtipp für euch, bevor wir ins Zentrum und zu den Pubs wandern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber falls ihr Reiter seid und Pferdefreunde, ich glaube, jeder Reiter träumt einfach davon, am Strand zu galoppieren. Und dort könnt ihr das machen. Also, und es ist einfach wunderschön, weil der Strand in Irland ist so ideal dafür. Wisst ihr, wie krass es ist? Es ist einfach nur schön. Und da gibt es einen Reitstall, der heißt der Island View Riding Stables. Und die sprechen auch Deutsch dort. Also, falls ihr euch vielleicht nicht so ganz sicher seid mit dem Englisch oder so. Also, falls ihr vielleicht so eine Rundreise plant und dort so ein paar Tage einen Reiturlaub zwischendrin einplanen wollt mit Sligo. Und Pferde sind ein Traum. Die Leute, die dort sind, sind ein Traum. Es ist, die Gegend ist ein Traum. Also, falls ihr dafür brennt und ihr sowas schon mal machen wollt, dann dort gebe ich euch von ganzem Herzen hier und in der Infobox verlinke ich es euch. Genau, bevor ich jetzt zu emotional über die Pferde rede, gehen wir jetzt in das Zentrum. Und zwar, das Zentrum in Sligo ist jetzt nicht besonders groß, aber es gibt schon ein paar Sachen und auch abends findet man dort einige Pubs mit wirklich guter Musik. Also es ist ein Traum, dort irgendwo zu sitzen und den Einheimischen zuzuhören. Es ist
sucht euch ein paar Museen, falls euch das interessiert. Shoppen könnt ihr dort nicht wirklich gehen, außer ihr wollt zu Primark gehen, was dort übrigens Pennies heißt. Falls ihr Essenstipps haben wollt. Ich konnte jetzt nicht so viel essen gehen, weil ja Lockdown war, aber einen Tipp habe ich und guckt dort über unbedingt vorbei. Und zwar nennt sich das Flipside. Das ist ein Burgerladen. Die haben auch einen veganen Burger und ihr könnt auch jeden Burger auf der Karte vegan haben, falls ihr das möchtet. Und die haben den besten Burger Irlands gewonnen und gerechtfertigt. Oh, es ist so lecker. Und ja, alles rundherum ist einfach fußläufig. Also ihr könnt euer Auto dort abstellen und dann direkt von dort aus weiter in die Pubs ziehen. Wie schon vorher gesagt, ich habe eine Internetseite, wo man immer sieht, wann wo Musik ist. Ein paar Spots, die ich euch persönlich empfehlen möchte, ist der Thomas Connolly Pub. Die haben echt immer coole Musik. Die haben zum Beispiel auch so eine Jazz. Am Freitag haben die so einen Jazz-Nachmittag. Und falls ihr so richtig traditionelle Musik haben wollt, also wo so richtig solche Sessions sind, wo viele Musiker und dann so richtig irisch gefiddelt wird, da würde ich euch den McLinns am Freitag empfehlen oder Sonntag. Ich schreibe es nochmal dazu. Dann gibt es noch einen anderen Pub, der nennt sich Lillys. Der ist ganz süß. Der ist so ein bisschen, glaube ich, mit jüngerem Publikum, falls ihr sowas möchtet. Und dann eben in Strand Hill, den Breeze noch. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Pubs. Aber das sind jetzt einfach so die, wo ich so regelmäßiger hingegangen bin. Und falls ihr noch nach Essen sucht, habe ich noch zwei Tipps, falls ihr was Gesünderes haben wollt. Und zwar ist es einmal das Sweet Beet Café. Das ist vegetarisch oder vegan, glaube ich. Und dann gibt es noch in Kulluni, das heißt Nuuk. Also das ist wieder ein bisschen weiter südlich, ja. Das könnt ihr noch mitnehmen zu Kulani, was ich euch am Anfang alles erzählt habe. Das ist so ein ganz, ganz, ganz kleines, süßes Café. Wenn ihr da Mittagessen, lunchen wollt, so lecker. Ansonsten, falls ihr Fragen habt bezüglich Mietwagen und so, ich habe noch ein Video gemacht bezüglich Dublin, das verlinke ich euch. Da gehe ich auch näher so ein bisschen auf die Anreise und solche Sachen mit Transport in Irland ein. Verlinke ich euch auch unter diesem Video. Und ich hoffe aus ganzem Herzen, dass ich alles in dieses Video gepackt habe, was mir eingefallen ist. Ich habe mir eine mega lange Liste geschrieben und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls euch was einfällt, packt mir das bitte in die Kommentare, ja? Weil vielleicht will ich da selber noch hingehen, weil ich es noch nicht kenne. Also bitte, bitte, bitte. Und lasst mir auch gerne ein Feedback da, wie ihr dieses Video gefunden habt und falls ihr irgendwo wart, wie ihr die Orte findet. Und generell schreibt mir einfach, weil ich freue mich drüber. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, bitte, bitte einen Daumen nach oben. Abo da lassen nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald.